Moin Leute, es ist wieder Mittwoch. Moin. Papa sitzt auf dem Stapler und ja, wir haben unsere Spritze jetzt hier dran genommen. Ich habe das am Druckluftvideo letzten Mittwoch schon erzählt, dass wir da bei wollen. Und ja, da haben wir schon ein bisschen Überraschungen jetzt erlebt, ne? Nochmal kleinen Stand der Dinge. Damals meine erste neue Spritze von Peter Wahlen, eine schöne Munkhoff, 1000 Liter, voll verzinkt. Und ja, jetzt hat man so ein bisschen Elektrikprobleme. Da sagte mir, komm, wir machen die Lampen neu. Ja, da war der Keilriemen vom Rührwerk noch weg. Jo, kein Problem, Pumpe vorweg, müssen sowieso Ölwechsel machen. Haben wir vor 2 Jahren bei der anderen auch gemacht. Das kennen wir. Dann beim Rührwerk noch eben abdichten. Und ich habe heute noch eben ein bisschen Bodenproben genommen. Und dann haben wir eben Kaffee getrunken. Da sagte Michi zu mir, jo, guck dir das mal an. Unten Fahrgestell, wann wäschst du da? Ja, wann wäschst du da? Mal ganz ehrlich, du wäschst da gar nicht. So. Dann hier hinten beim Getriebe und alles geguckt. Ja, eben die Bleche weggenommen. Michi das auch noch ordentlich sauber gemacht. Also da haben wir einen Schreck gekriegt. Und man muss ja wirklich sagen, was Munkhoff geil gemacht hat. Die ist an 4 so Haken. Richtig. Das war eine 19er Nuss hattest du drauf und dann hast du eine 18er genommen. So viel ja, eine war 12er, die 12er Schraube, ja. Und das finde ich klasse, dass man so einen Tank so runternehmen kann. Ja. Das wollen wir jetzt mit euch zusammen machen. Also es geht gleich los, die Action hier im Video. Ja, Seil ist dran. Kleinen Bindfaden haben wir dran. Ich würde sagen, du hebst mal langsam hoch und ich guck noch mal rum, ob irgendwo noch ein Schlauch ist, ne? Wir haben eigentlich alles gelöst. Es kommt gut mit. Ich guck mal eben hier vorne. Warte mal eben. Kommt er hier auch mit? Ja, hier kommt er auch mit. Jetzt muss wahrscheinlich einer vorne anfassen. Entweder setzt du dich mal eben auf den Stapler und ich heb das da ein bisschen an, dann kannst du das filmen. Ja, weil hier unten. Wir haben nicht ganz den Schwerpunkt. Der kommt auch mit. Der Dödel kommt ja da vorbei. Ich guck noch mal eben lieber. Aber das kommt ja sowieso alles mit. Das kommt ja eigentlich alles mit hier, ne? Wir müssen, hier haben wir noch einen Schlauch vergessen. Oder? Das bleibt unten und der muss noch ab. Kriegen wir ihn so ab? Brauchst du eine Zange? Nee. Der Gerät. Aber den reißen wir sonst gleich ab. Deswegen ist der Tank auch runter. Glaube ich. So, der ist auch ab. Und dann ist das hier. Der geht dann vorbei. Und wo geht der hin? Ach, der liegt hier unter. Vielleicht sollten wir den auch abmachen. Vielleicht sollten wir diesen auch noch lösen. Hier brauche ich mal eben eine Zange. Hast du hier? Ja, wir haben erst gesagt, dass sie mitkommen, aber die gehen hier einmal noch durch den Träger und dann kommen die nicht nach oben, glaube ich. So. Der ist auch ab. Die Rotze ja, noch. Noch ein bisschen, ne? Heb noch mal eben hoch den Tank vorne, dann sehe ich noch mal, ob alles mitkommt. Ja, warte, ich muss mich eben über dich stellen. Ja, sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Hier kommt schon Rostplatten raus. So, dann würde ich sagen, gehe ich auf den Stapler, ne? Jetzt würde ich sagen, komm du erstmal eben wieder hoch, Michael. Und wir haben hier vorne ja ein Eisen. Meine Philosophie ist jetzt. Was für ein Eisen? Das kommt ja mit hoch. Das Eisen hier. Ja. Und da mache ich jetzt eben Tampen rum. Dann wollte ich das gerne. Ach so, da oben mit hin. Da oben zur Gabel mit hin, dass er hier die Nase. Brauchst du noch ein Band oder kommst du da hin mit? Jetzt ist die Frage. Schön mittig wäre ganz nett, ne? Das wäre schon geil. Und jetzt wäre schön. Wenn es reichen würde, ne? Wenn er da rauf ist. Wenn du jetzt hochhebst, kommst du auch nicht länger. Das ändert sich ja nicht. Nee, das ändert sich nicht. Aber, hol mal eben ein Band. Soll ich eben. Achso, du hast gleich ein Gurt da. Was an Bord hier. Oder meinst du nicht, dass er sich dann legt? Oder müssen wir den hier verschieben, dass das Lasso hier hinkommt? Also, wie ich erst den Stapler schon stehen hatte, ja, wo du sagtest, fahren wir in die Mitte. Dann würde ich sagen, aber hier. Lässt du mal eben ein bisschen Digga, runter? Digga, guck doch unten nochmal runter. Das war doch gar nicht so scheiße, dass der Bindfaden da ist, ne? Nee, aber hier, wir probieren das erstmal so. Das ist lose.
Eigentlich haben wir alles gelöst. Dieser hier, der bleibt ja liegen normalerweise. Wir müssen immer schön gucken gleich. Aber wir machen das jetzt mal eben, was Miki sagte, wir verändern den Zuchtpunkt. Mach nochmal ein bisschen Seitenschieber rüber. Ja, halt. Jetzt müssen wir ihn drüber drücken. So. Und jetzt machen wir hoch. Probieren wir jetzt einmal eben. Ah, so, nochmal höher. Das sieht gut aus. Jetzt würde ich sagen, lege ich mich nochmal unter, ne? Halt nochmal an, halt nochmal an. Lass eben gucken. Halt an. Ah, wir sind hier auf dem Zapfwelle, auf dem Zapfwellenstummel da. Können wir jetzt nach vorne schon, oder? Ich denke mal, dass wir ihn nach vorne rausziehen können, ne? Das noch Druck auf. Hallo. Er will hier nicht wieder rein, in die Führung. Der ist hier schon rausgegangen. Ich würde sagen, dass ich jetzt vorne mal richtig anhebe und du dann auf dem Stapler, ne? Wir können hier nach vorne her, sonst bauen wir dieses Eisen mal eben ab hier von der Tankanzeige. Das können wir jetzt, haben wir ja auch hier ein Lasso dran. Ja, aber du kommst ja so nicht nach vorne. Weil das andere da dagegen kommt, ne? Weißt du was? Der Stapler muss hier ran, wir müssen rausfahren. Der muss erst vorne ausheben, dann kommt er hier raus wie so ein Haifisch. Ja. Und dann geht er hinten und er durch. So wird das sein. Ne? Ich würde sagen... Ich glaube, wir machen die Predigt draußen. Wir bauen das eben hier, müssen eben umswitchen, rausfahren. Ja, ich würde sagen, wir melden uns gleich wieder. Wir melden uns gleich wieder. So, jetzt sind wir mal rausgefahren. Dann komm mal hier mit deinem Lasso, mit deiner Gabel. Jetzt schön vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Jetzt will der 70er hoch machen. Warte, 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 warte. Mach noch mal ein bisschen hoch. Langsam, langsam, halt, 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 halt. Das ist ja doof jetzt. Kann man den Rahmen abschrauben vorne? Sehe ich gerade. Der ist aufgesteckt, ne? Das müssen wir abschrauben, weil du musst mal eben absteigen. Das kriegen wir so nicht hin. Denn das Rührwerk kommt uns in die Quere. Das Rührwerk. Ja. Die vier Schrauben, dann kann das ganze Ding da weg. Und dann müssen wir es hinkriegen. Einzelner Nuss, kleinen Schlagschrauber. Ja, hole ich eben. So, wir haben das Eisen jetzt ausgebaut hier vorne. Jetzt stört uns hier auch nichts mehr. Jetzt müsste das theoretisch gehen. Heb mal hoch. Ja, mach mal hoch. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Geht vorbei. Vorne ist er raus. Ja, heb mal höher. Kannst du das Seil noch über der Gabel machen? Achso, die ist hier, jo. So. Oh, oh, oh. Ja, ging noch. Mach mal höher. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist frei alles. Wo wollen wir ihn hinstellen? Da an der Wand? Ja, dann kann man hier in der Mitte da hinstellen, ne? Ja. Dann kann man ihn waschen, dann kann man ihn ein bisschen auf die Seite legen. Ich denke, das geht auch mit der Hand. Müsste ja eigentlich, ne? Nein. Ich brauche nochmal Glück gehabt. Aber es ging nicht anders. Ihr seht das ja, wie das da unten aussieht. Ja, das sehen wir gleich. Jetzt mal im Kopf. Ah, jetzt sollst du nicht umfallen, Kollege. Komm mal hierher. Oh, das ist ja eigentlich nicht schwer, das Teil. So, da ist das Ding. Und wir werden dies hier unten auch alles neu abdichten. Das haben wir beim Dreizeiler auch schon gemacht. Dass das da nicht raufpisst. Das kommt irgendwann mit der Zeit. Und jetzt gehen wir mal zur Spritze. Wir fahren gleich auch wieder rein, dann sehen wir mehr. Dass hier extreme Korrosion ist. Man sieht das hier richtig schön, was für Placken da sind.
Und jetzt werden wir da hinten auch gleich beim Getriebeölwechsel machen, auch mit. Aber so kannst du das richtig schön entrosten und dann muss das richtig schön dick wieder eingewichst werden. Ne? Also, was ich sagen würde. Guck mal hier, die Zentralspülung ist auch ab. Ja, die hat damals nicht funktioniert. Guck mal hier. Ist voll hier, die Scheiße. Was meinst du? Wollen wir da noch eben rückwärts hinfahren? Das noch eben waschen? Ich glaube, es ist besser, ne? Tagesaufgabe für heute noch und dann geht das am Morgen wieder bei. So ist es. Morgen soll das nämlich scheiß Wetter werden und lass uns das noch eben waschen. Alles klar. Wollen wir das auch schön abrubbeln? Dann packe ich das da mal hinten und das Geschirr gleich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Halle wieder, wenn das Ding sauber ist. Und dann ja. Geht's weiter. Die halten euch auf dem Laufenden. Wir gehen hier am Waschen, wir haben die Barbecue-Küche drauf. So, Leute. Ja, nun haben wir den Apparat hier stehen, nur das Fahrgestell, gestern nochmal schön gereinigt. Das ist Zahn der Zeit. Wo du überall hinkommst, Michi, du, das siehst du ja hier, überall, wo schön der Dampfstrahler immer seit 2004 hingekommen ist. Man sieht das auch hier an den Bügeln, von außen schier das Verzinkte. Auch hier, da hat ein Blech vorgesessen, sieht aus wie neu. Aber wenn du hier unten nicht hinkommst, die Suppe läuft zusammen, die Salze. Und dies ist ja auch nur gekantet, was ja auch gut ist. Dann wird die Spritze vom Eingewicht nicht so schwer. Aber man sieht es hier, das Material wird weniger. Hier ist Handlungsbedarf. Ja, wir bauen jetzt die Turbine ab, weil die noch perfekt ist. Wir werden das Getriebe hier abnehmen. Und dann wünschen wir uns eben mit der Firma Munkhoff zusammen diese Träger, der Rahmen. Genau, das Fahrwerk eigentlich, ne? Das Fahrwerk. Das komplette. Ja, und dann können wir das so schön wieder auf der Achse aufbauen und dann kommt Rückbau. Weil hier kannst du nicht irgendwas meinen. Du willst schon, du kriegst ja hier auch nichts mehr an fest. Das ist einfach zu wenig Material. Das ist gar nichts mehr. Aber Wahnsinn, ich habe mich richtig erschrocken, wie wir den Tank runtergenommen haben und alles, wie das aussieht. Ja, der Tank senkt sich ja hier so richtig rein und dann kommst du da ja auch nicht hin. Ja. Da müsstest du eigentlich, und wir machen das auch, wir wollen das nach dieser Saison, werden wir bei den anderen Spritzen die Tanks mal eben liften und darunter auch waschen. Und wenn da Handlungsbedarf ist, dann kann man das mal eben ein bisschen aufarbeiten. Nur hier, ihr seht das hier hinten, da brauchst du auch nicht irgendwie noch meinen, du machst da ein bisschen Lack drauf oder irgendwas unter Bodenschutz oder keine Ahnung. Das ist gar, das ist Feierabend. Ihr seht das hier an der Schraube, die hat sich aufgelöst. Also gut, dass wir das gemacht haben. Was jetzt der nächste Schritt gewesen wäre, du fährst jetzt im Hof, schönes Schlachtloch, einmal voll durch mit der Spritze, dass er hier hinten dann abbricht, ne? Ja. Das kannst du auch haben. Was sie hier gut gemacht haben mit dem Träger, wo der Tank aufsetzt, der sieht ja noch wirklich geil aus. Genau, der hält noch. Der hält die ganze Soße noch. Ja. Wenn der nicht wäre, dann wäre das schon lange nach hinten. Ja, das stimmt. Nein. Also wir sind da jetzt mit der Firma Wahlen bei, haben denen das alles rübergeschickt. Und die werden jetzt mal mit Munkhoff schnacken, was da möglich ist. Jo. Und dann bin ich mal gespannt, was die da liefern. Weil wenn man jetzt so eine Spritze deswegen das Todesurteil geben soll, ist auch irgendwie schade. Ne? Also das ist bei uns jetzt nicht die Hauptspritze. Das ist in der Hauptzeit für Felix mit, dass er auch mitfährt, dass wir da auch schlagkräftig sind. Und da brauchst du jetzt nicht das neueste Modell. Ne? Nein, wir haben sie auch dann manchmal in der Mega und so. Ich meine, die Spritze hat wirklich viel gemacht. Damals war ich hatte damals nur eine Spritze und das ist einfach so. Was du natürlich aussehen musst, wenn du das jetzt in der Werkstatt machen lässt, dann kannst du das Ding gleich im Müll schieben. Dann wird das vom Arbeitslohn viel zu teuer. Das wird zu teuer. Wenn die das alles umbauen sollen. Unsere Zeit, du nimmst ja deine eigene Zeit nicht selber jetzt, ne? Nein, und du kannst sowas auch nur, du musst dann ein bisschen Bock aufhaben. Ja, sonst brauchst du es nicht. Und mal was machen und. Also ich würde es richtig cool finden, wenn wir nachher die Spritze hier stehen sehen und das ganze Fahrwerk ist neu. Das wäre richtig cool. Ich bin gespannt, wie was da passiert und sonst ist das ein Ersatzteilträger, ne? Weil du kriegst jetzt in Zahlungnahme hier auch nicht viel für. Nee. 1000 Euro, wenn überhaupt, ne? Da wird's schwer. Da wird's schwer. Du. Gut, ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier eine Sache, zerlegen das Ding nochmal richtig und dann
melden wir uns doch mal, wenn irgendwas Spannendes ist. Wo ihr auf achten müsst, wenn ihr euch mal ein gebrauchtes Sprühgerät zuholt, ja, legt euch da unter. Von außen sehen sie alle geil aus. Aber guckt da mal rein. So ist es. In diesem Sinne, weiter geht's. So, wir sind voll dabei. Wir haben jetzt eben das komplett entlackt, beziehungsweise nur das weggemacht, was auch wirklich richtig lose ist, das andere draufgelassen und jetzt erstmal grundiert. Dann kann das erstmal trocknen, dann kommt da Fendt-Grau wahrscheinlich rauf, weil wir das auch noch da haben und uns ist das jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt Munkhoff-Rot ist oder Fendt-Grau, weil wenn die Farbe zu lange steht oder alt wird, dann ist das auch nichts. So machen wir das jetzt und ich glaube, es sieht auch ganz geil aus. Ich meine, die Achse sieht man ja sowieso nicht nachher. Man wird ja nur die Radnarbe sehen von außen. Ich bin gespannt, wenn alles wieder zusammen ist. So, die Achse ist lackiert. Jetzt entfernt grau. Das Ding kann durchtrocknen. Natürlich hinten sieht man jetzt hier, wo wir nicht alle die ganze Farbe runter. Aber das ist ja keine Sahne-Lackierung, soll das ja hier gar nicht sein, weil das ist unter der Spritze, das soll nur die Funktion erfüllen. Und hier haben wir es natürlich gemacht, dass das hier schön schier aussieht, ne? Ist ja ganz klar, weil das siehst du ja, dies hier ist schon so vorgegeben, das ist so rubbelig, da haben wir auch die ganze Farbe runter gemacht. Ja, aber Michi hatte die heute Morgen eben abgeschliffen und dann hat er die Radlager runtergenommen und dann sagt er, Mensch, Papa, machen wir eben los das Splint. Und dann ja, wollten wir nochmal eben ein bisschen gucken, stramm. Ist so. Und ein schön neues Fett rein. Den Raum muss gleich eben abschließen, ne? Ja. Muss immer zu sein. Weiß Bescheid, ne? So, wir wollen jetzt noch mal eben mit euch hier rüber gehen. Felgen machen wir auch noch. Schön. Hier ist auch noch Soße in. Die werden noch gewaschen. Und jetzt sind wir hierbei. Wir haben das Rad runtergeholt. Oder hier diesen Propeller. Und jetzt guckt mal hier rein. Jetzt haben wir hier erstmal hier richtig schönes Erwachen. Da hängt jetzt von 18 Jahren der ganze Scheiß drin. Das werden wir jetzt hier mal ein bisschen rauspulen, vorsichtig. Weil, wenn wir da jetzt schon bei sind, das Ganze richtig schön entrosten und dann werden wir es mit Zinkfarbe komplett schön wieder versiegeln oder streichen, wie man es nennt. Zieh dir Handschuhe nur an. Die ganze Scheiße da. Die war schon glatt, die Hände. Nee, trotzdem Handschuhe anziehen. Das ist besser. So, Leute. Morgen. Wir sind im Spritzvideo wieder. Es ist viel Zeit vergangen dazwischen, fast 5 Wochen, wo wir sie zerrissen haben. Haben uns diverse Sachen neu bestellt. Wir haben ja gesagt am Anfang, dass wir das Gestell versuchen von Munkhoff neu zu kriegen. Das ist auch möglich, nur nicht dieses Gestell. Dieses Gestell haben sie 2 Jahre gebaut und das wird so nicht mehr gefertigt. Das wäre viel zu teuer, wenn du das anfertigen lassen willst, weil das wird alles gekantet. Und die Spritzen, die jetzt aktuell sind, die sehen fast genauso aus, aber es sind viele Unterschiede. So, und dann muss auch wieder modifiziert werden, Schweißarbeit, durchflexen, neu ansetzen, weil die Tankaufnahmen anders sind. So, dann haben wir das von einer Fachfirma überholen lassen. Die haben da neue Sachen eingeschweißt, verstärkt. Die haben die Ahnung, wie man da rangeht, dass das dann auch hält, ne? Man fährt da ja auch mit auf die Straße, das muss ordentlich passieren, das wollten wir nicht selber machen. Ja. So, dann haben die das lackiert mit Zinkfarbe und sieht so ein bisschen ruppelig aus, man sieht es hier gut. Ja, und das werden wir jetzt, wir haben hier schon mal ein 120er Schleifpad geschliffen, wir werden es jetzt noch leicht wieder anrauen, nicht die Farbe runterholen, sondern diese Pinselspuren, da werden wir uns jetzt doch noch die Mühe machen, das, was richtig offensichtlich ist, ja, werden wir anschleifen. Weil uns geht das irgendwie ein bisschen auf den Piss. Wenn du diese Bleche siehst hier, guckt euch das mal hier an. Und du hast diese Spuren da drin. Und jetzt werden wir das leicht anschleifen, wo man es sieht. Aber wir wollen es nicht verstecken. Das ist halt einfach so da. Da ist irgendwie ein bisschen was schief gelaufen. Das ist anscheinend nur mit einem Pinsel gemacht worden. Ja. Und wir wollen auch nicht irgendeinen hier in eine Pfanne ziehen. Deswegen sagen wir auch nicht, wer das gemacht hat. Jedenfalls werden wir uns die Mühe machen. Und dann sieht das so aus wie hier. Das haben wir nämlich schon lackiert. Das haben wir selber gemacht hier. Das ist zum Beispiel das Luft hier, dieses Blech hier, wo du die Luft dann mit wegnehmen kannst. Und das ist schön glatt geworden. Also wir haben es gesprüht. Hier auch das Luftleitblech. Und hier auch die Turbine. Und ja, das werden wir jetzt genauso machen. Machen wir genauso das, was offensichtlich ist. Und dann bauen wir sie zusammen wieder.
Also wir waren eben am Zusammenbauen und haben erst gesagt, ach, das lassen wir jetzt so. Und dann kennt man uns ja auch. Und jetzt gucken wir die ganze Zeit dagegen. Und jetzt wollen wir es natürlich auch ordentlich haben. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben. Jetzt kommen morgen eben die Reifen ab. Dann kann man dahinter auch eben den Träger schön schleifen von außen. Wir werden das alles umsetzen. Und dann kommt da wieder Zinkspray rüber, neu lackiert. Also hier unter ist einmal Rostschutz und dann diese Zinkfarbe. Und wir werden jetzt einfach das nur leicht anschleifen. Man sieht ja auch, man sieht hier kein blankes Metall. Und werden dann einfach die Zinkfarbe rüber machen. Ja. Und so muss das dann gut sein. Und dann muss das gut sein, so. Und ich bin da trotzdem guter Dinge, auch eben beim Zusammenbauen. Wir lassen natürlich Revue passieren. Michi hat mir auch viel gefragt. So eine Pumpe, das lässt sich denken, geht leichter einzubauen, wenn der Tank runter ist. Ja. Da wollen wir auch überlegen. Mensch, das Gestell können wir schon aufbauen. Das hier vorne, die Halterung. Das sind alles so Sachen. Ich bin guter Dinge. Wir werden auch, bevor wir die Turbine anbauen, werden wir den Tank aufsetzen. Und morgen früh werden wir eben erst hier uns damit beschäftigen. Aber ich denke schon, dass wir morgen Abend alles fix haben. Ich hoffe das. Also wir müssen natürlich die Farbe auch Zeit geben zu trocknen, ne? Ja. Wir können jetzt nicht da das im Nassen darauf machen. Müssen wir gucken, ob da noch ein Tag zwischen ist. Das ist so. Jedenfalls, die Mühe müssen wir uns jetzt machen. Das ist einfach so, weil man ärgert sich dann auch immer, ne? Aber um so einer Spritze noch eine Chance zu geben, hätten wir Michi und ich die jetzt in Zahlung gegeben, hätten gesagt, kauf eine neue, dann kriegst du für so ein Gerät hier 1000 Euro. Ja. Nee. Das ist... Denn, und um der eine Chance zu geben, finde ich das einfach affengeil, weil so viel Aufwand haben wir jetzt noch nicht betrieben. Nee, also das muss man ganz klar sagen. Also wir haben das schön kostengünstig fertig gekriegt hier. Auch die Firma, die das hier geschweißt hat und alles, die hat das wirklich kostengünstig gemacht. Nur jetzt müssen wir, das ist halt Optik-Sache, wir wollen es gerne ein bisschen glatter haben. Gerade weil die anderen Teile auch glatter lackiert sind, wollen wir das natürlich jetzt auch haben. So, wir haben hier natürlich oben auch Scheiße gebaut. Wir haben diese Armatur jetzt nicht abgenommen. Hier oben ist das ja vom Werk aus verzinkt. Da war kein Rost. Dann haben wir es jetzt hier oben gelassen. Natürlich, du hast hier mal so Sachen. Aber es ist auch eine 18 Jahre alte Spritze. Aber die soll noch ein paar Jahre laufen und dann wird die auch irgendwann mal durchgetauscht. Aber danach sind jetzt die Apfelpreise nicht, dass wir jetzt sagen, du, ey, bestell mal eine neue. Und deswegen stecken wir hier jetzt ein bisschen Zeit rein. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen, denke ich mal, haben wir hier so an Ersatzteilen, Pumpe haben wir jetzt auch komplett gemacht, Membrane, alles. Die waren zwar nicht kaputt, aber jetzt ist sie raus gewesen. Dann haben wir es eben überholt. Was würdest du denken, was sind hier reingegangen mit neue Schrauben? Also wir machen alle Schrauben neu. Man sieht es da unten ja auch im Fahrwerk. Ja, hier hinten kannst du noch mal eben kurz ranfilmen. Das Geschnodder mussten wir auch noch eben neu haben mit den Spanner. Genau. Also unwahrscheinlich, wie dieses Rührwerk auch läuft. Was? Ja, zweieinhalb? Zweieinhalb, da kommst du hin, ne? Da denke ich schon. Aber wie das denn so ist, ganz so müssen wir hier und ich unsere Zeit hier nicht rechnen, wenn wir hier bei Scheiße dabei sind. Also an Teilen würde ich jetzt mal sagen, da ist man schnell hin, denn hier am Tank waren wir auch schon bei, die Schläuche neu, hier vorne, das haben wir auch komplett neu, dies hier haben wir lackiert, überholt, dieses Stück, wir waren im Tank drin, haben die Abdichtung neu gemacht, das musst du jetzt mitmachen, wenn du da so gut rankommst. Ja, ne? Und, auf jeden Fall. Deswegen. Das geht nicht anders. Aber so bin ich guter Dinge. Und das, was du eben angeschliffen hast, auch wenn ich jetzt hier stehe und das sehe, vorne am Rahmen warst du eben... Das doch, ist glatter. Doch, und dann doch, übersprühen. Morgen, das ist ja eben im Windfarben hängen, im Stapler, die Räder da eben runter. Das geht. Also ich würde sagen, morgen fangen wir hier an, schön um 8. Dann bauen wir Räder runter, hängen das eben hoch. Vielleicht machen wir das, wenn das nicht regnet, draußen, das staubt nämlich. Schleifen alles schön an, die offensichtlichen Stellen, den Tritt da alles so. Und dann wird das die Achse eben abgeklebt, weil die ist ja jetzt grau, die soll ja jetzt nicht Zinkfarbe kriegen. Und dann duschen wir das neu über, dann lassen wir das eben trocknen und dann kommt der Tank da rein. Also diese Zinkfarbe, das ist natürlich gut, das ist ja auch gerade für Werkstätten, dass sie weiterarbeiten können, gerade auch bei dieser Rostfarbe, die ist ja wirklich schnell trocken. Ne? Schnell trocken, ja. Also das ist ja jetzt nicht so wie, dass du die jetzt irgendwie richtig lange aushärten lassen musst. Das müssen wir mal gucken. Wir sehen es morgen. Vielleicht lassen wir auch noch einen Tag zwischen. Und dann melden wir uns Stück für Stück. Wenn sie läuft. Ja. Ja, oder so. Mal gucken, wie viel Bock wir morgen haben, dabei zu filmen. Ja. So Leute, wir haben es jetzt lackiert, was wir eben sagten. Alles nochmal angeschliffen, angeraut. Natürlich haben wir es jetzt auch nicht hundertprozentig gemacht, dass wir jetzt jeden... ja, wie nennt man das, jede Spur von den Pinselstrichen wegmachen, weil dann muss ja fast die ganze Farbe manchmal runterschleifen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, sondern
haben das richtig schön angeschliffen, aber ich denke mal, das kann sich jetzt sehen lassen. Es passt zur Turbinenfarbe. Und drinnen haben wir jetzt hier nochmal alles mit Unterbodenschutz, quasi, was man auch unterm Auto schmieren kann, ausgewitschert, sage ich da jetzt mal zu, auch mit einem Pinsel. Da, wo der Tank drauf sitzt, wo das Plastik drüber ist. Ja. Und wo man dann nicht mehr hinkommt. Dass einfach da noch ein Schutz ist. Und jetzt, wir haben ja erst gesagt, wir lassen es jetzt vielleicht nicht so lange trocknen, aber jetzt lassen wir das hier richtig schön durchtrocknen und dann wird sie zusammengebaut, ne? Man muss ja auch sagen, die alte Dame, 18 Jahre alt, und ich hatte ja auch früher nur diese eine Spritze und die hat mich nie im Stich gelassen. Und man muss diese Restauration so sehen, als wenn du ein Boot aus dem Wasser holst. Da sieht das auch nicht so aus. Und Sinn und Zweck ist es ja für die Salze und alles, wo was hinkrabbelt, wo du nicht waschen kannst. Genau. Dass das da geschützt ist. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Wir hoffen, dass das Video Mittwoch ist jetzt. Was ist jetzt für ein Tag? Ich habe gar nichts hier im Moment. Dienstag. Heute ist, guck mal, für euch jetzt mal eben im Video. Heute ist der 22. Februar und wir hoffen, dass das in einer Woche rauskommt. Mal gucken, ob das klappt. Ja. In diesem Sinne, wir bauen jetzt gleich zusammen mit euch. Meine Mütze. So, deine Mütze lag irgendwo. Ja, nächster Tag. Wir hatten eben schon Spaß. Der Tank fünfmal hoch quasi. Weil dann passte das nicht. Wir hatten hier unten Probleme mit der Riemenscheibe, ja, dass wir die da mit reinkriegen, reinsetzen können, weil wir hatten die Pumpe ja vorher aufgebaut. Und normalerweise, wenn du die Scheibe runter haben willst, wo der Keilriemen drauf läuft, hier die graue, dann ziehst du die ganze Welle hier vorne raus und dann kannst du sie ja hier runternehmen. Aber dann musst du im Tank rein alles lösen und das haben wir ja alles schön neu gemacht. Das wollen wir jetzt ja nicht nochmal auseinandernehmen und da hatten wir dann noch ein bisschen Probleme. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass man dann auf Film nicht so Bock hat. Na, jetzt flackert das hier wieder. Warte mal eben. Ein bisschen gescheuert. So, und dann haben wir die ganzen Tankanzeigen neu gemacht. Hier unten ist so eine Kugel drin, so eine rote. Die Füllstandsanzeige, das haben wir alles eben noch gemacht. Hier vorne müssen wir gleich den ganzen Kabelsalat noch, den wollen wir komplett neu machen, weil die überall angescheuert sind nach 18 Jahren. Müssen wir noch einen Schlauch anbauen. Rücklauf. Genau. Pumpe ist komplett überholt worden, haben wir glaube ich auch schon erzählt. Hier vorne sitzt eigentlich schon alles. Also was man wirklich sagen muss, zusammenbauen dauert länger wie auseinanderbauen, das ist ganz klar. Weil dann haben wir unten die Kabelstränge längs gelegt, die beiden Wasserleitungen, die Wasserversorgung für die Düsen. Parallel dazu die E-Kabel und dann machst du einen Tank drauf und dann musst du gucken, das soll ja auch nicht gedrückt werden, das muss richtig dicht liegen. Da kommen langsam die Erinnerungen und deswegen, ich kann euch immer sagen, wenn ihr so eine Restauration macht, schöner ist, wenn das Ding auch in zwei Wochen wieder zusammen ist. Das ging ja leider nicht. In fünf Wochen, aber... Ging ja leider nicht, weil die nicht hinterher kamen. Aber so. Man sieht schon mal was. Hier hinten, das sind jetzt alles so Fettabdrücke, weil wir das alles angefasst haben, man kennt uns ja. Hier soll das jetzt verheiratet werden. Welle haben wir durch, schön gefettet. Schläuche sind hier durch für die Düsenkränze. Elektrik sitzt. Und ja, jetzt wollen wir das hier zusammen raufschieben. Und ich muss jetzt auf den Stapler und Papa muss das hier festhalten. Jetzt haben wir keinen zum Filmen. Stativ haben wir hier auch nicht, ne? Das zeigen wir gleich. Ist ja auch nicht spannend. Das Ding kommt jetzt dahin. Ja, das bumsen wir jetzt zusammen. Ne? So das einfach ist das. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes Problem. Die haben ja unseren Rahmen, wurde ja von der Firma aufgearbeitet. Und jetzt haben sie hier das auch, weil das verrostet war ja hier oben, auch ein neues Eisen eingesetzt. Wo denn... wo da jetzt die schöne Farbe drauf ist, die Pinselstriche, die ihr da seht. Und wenn Papa jetzt mal vorne am Stummel dreht, dann sehen wir jetzt gleich, wo unser Problem liegt. Dreh mal eben am Stummel. Seht ihr das? Es kommt gegen das Eisen. Und normalerweise ist da so eine kleine Auskerbung. Ja, die ist jetzt vergessen worden. Jetzt haben wir alles eingebaut. Ihr seht das jetzt ja hier. Alles ist drin, alles ist dran. Es war nur noch hier die letzte Schraube da reinzusetzen. Und jetzt dreht das nicht. Zum Glück haben wir eine Trockenübung gemacht. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt die Welle eingelegt beim Träger und du machst da mal an, dann ist hier alles im Arsch. Und ja, jetzt wollen wir natürlich nicht alles wieder aufbauen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen überlegen, dass wir das da irgendwie das Stück wegkriegen. Also weil das alles ausbauen, das ist echt doof dann, ne? Weil es ist alles so schön fest. So Leute, ihr habt ja eben gesehen, da unten unsere Baustelle, da haben wir das ein bisschen eingeflext, konnten das gerade so hinkriegen. Da hab Papa noch mit so einem Schleif, hier so eine Dinger hier, ja, hier seht ihr die, schön abgenutzt, der war mal länger. Schön abgenutzt, aber
Mann, wir hätten sonst die ganze Pumpe ausmachen lassen. Ja. Alles raus. Es geht so kacke da vorne raus. Es sitzt alles so schön. So, da haben wir noch ein Blech gefunden. Da musst du noch eben die Deichsel mal eben ein bisschen liften. Aber das ging auch mich und ich da runter, das Blech dazwischen genommen. Und was wir euch mit auf den Weg geben können, wenn da mal so lange Zeit zwischen ist wie bei uns, 5 Wochen, du musst eigentlich eine GoPro aufhaben oder irgendwo stehen haben, wenn du das hier auseinanderbaust. Denn wird dieser Fehler nämlich nicht passieren. Oder ein paar Bilder machen immer. Ein paar Bilder machen. Haben wir auch schon, aber ja. Hat er die Lampe hier aufgestellt, du? Gleich Kratzer rein. Ne? Oder nur Dreck? Ne, nur Dreck zum Glück. Ja. Hier hinten haben wir, was wir jetzt noch machen, wir haben diese Schläuche noch nicht verbunden hier mit dem Düsenkranz. Wir müssen unseren Tank erst noch mal eben ordentlich säubern. Dann soll die Pumpe erst mal spülen ordentlich. Wir haben sie eben laufen gehabt. Und große, kleine Turbine, alles wunderbar. Schöner, ruhiger Lauf. Ja, wir wollten das eben einmal ausprobieren. Und dann muss auch Ruhe sein, weil wir müssen uns eben verständigen. Morgen seht ihr die dann auch richtig im Einsatz mal eben laufen. Draußen, da müssen wir mit Klarwasser alles mal eben durchspülen, die Düsen abgucken. Ja. Dass die dann einsatzbereit ist, aber wir haben hier sonst, ich glaube, über 10 Jahre dran gehabt, so einen kleinen Streifen, so einen LED-Streifen. Genau. Das war nicht so schön, weil das von unten kam. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, 2 normale Strahler, die hatten wir noch liegen, dass du ordentlich Licht hast. Michi hat sich jetzt so gekoppelt, dass er hier vorne einfach rangegangen ist, so dass, wenn ich die rechte Seite anmache, geht auch nur der rechte Strahler und links. Ja, gut. Wir wollten kein extra Kabel zum Träger legen. So sind sie dann immer an die Strahler. Genau, also wir wollten da hier schön cleane Optik haben und sind hier reingegangen und haben das einfach hier den Strom abgezapft mit für die LED-Strahler da hinten, weil das war das Einfachste. Was man jetzt noch hätte machen können, ist, dass man einen zusätzlichen Schalter hat, wenn jetzt tagsüber die nicht an sein sollen beim Spritzen. Aber da dann noch so eine Schalterkonstruktion zu bauen. Du willst es, du hast es ja nicht immer nur an diesem Träger. Und so war das Einfachste. Und wenn die jetzt tagsüber auch an sind, das ist jetzt scheißegal. Weil damals mit dem LED-Streifen war das übers Standlicht gekoppelt. Und das war noch blöder. Ja. Weißt du, weil da war das dann immer so, dass du, wenn du im Dunkeln nach Hause fährst, war auch mal der LED-Strahle hier, der Lichtstrahl an. Ja. Und hier machst du einfach die Düsen aus und dann ist auch das Licht aus. Also klar, bei den anderen Spritzen haben wir noch einen Extraschalter, aber das hätten wir hier auch machen können. Hätten wir eben noch ein Kabel in den Kasten legen müssen, hier, weil hier sind zu wenig Adern drin, dass man das machen könnte, zu dem kleinen. Und dann hätte man das mit links, rechts nicht steuern können, es sei denn, du hättest 2 Schalter gehabt. Also das ist ein, aber so ist es das Einfachste gewesen, ne? Was? Alles gut. Gestern Abend haben wir das hier mal eben ausprobiert. Wir hatten das Quad hier nur entstehen und er sagt, Niki, komm, schließ mal an. Der hat auch eine 7-polige Steckdose, das Quad. Es hat alles funktioniert, so wie Michi das angeklemmt hat. Und das macht natürlich Spaß und Freude, wenn Bremslicht geht, Blinker links, Blinker rechts, wenn das alles funktioniert. Wir haben jetzt uns das auch hier mal in die Mühe gemacht, ne? So ein Kennzeichen eben ran. Ja, ich habe jetzt noch gedacht, wir machen hier ein Blechschild, Nummernschild. Hier noch die 25 hin, ne? Haben wir am 3-Reiher auch dran hinten. Und dann hast du alles abgehakt. Ja. Also, normalerweise sagen die ja immer, dass diese Spritze als Anbaugerät geht, ne? Ja. Wie ein Fluch quasi oder sowas, ne? Also nicht wie ein Anhänger. Aber es ist schon schöner, wenn da hinten alles dran ist, das ist so. Ja, so hat das Spaß gemacht mal. Es war schon eine Aufgabe. Aber dass jetzt alles läuft so wie eben und wenn das morgen auch nach dem Einsatz mit Wasser alles funktioniert, die Düsen werden wir gleich ordentlich abdrücken, dann bin ich happy. Ja. Dann hat sich der Einsatz gelohnt. Ja, ihr müsst wissen, ich weiß nicht, haben wir am Anfang bestimmt auch gesagt, diese Spritze, die ist dafür da, das ist eigentlich so quasi, die ist jetzt so ein bisschen im Ruhestand gegangen. Ne? Normal macht das jetzt die andere, die meisten arbeiten. Jo. Und diese hier ist da, wenn wir zu dritt fahren oder wenn man mal eine Mähkombination macht. Die ist nicht so kibbelig hier. Sie macht eine gute Figur dabei. Und so hat man da die alte Dame auch mal wieder hingerichtet. Oder hergerichtet. Hingerichtet. Und heute, allein schon mal so ein Wetter. Heute Morgen ging's. Da waren wir auch draußen in der Anlage. Aber denn heute Nachmittag hier wieder bald. Das pisst wieder bei uns. Das ist einfach schön, dass du dann auch drinnen was zu tun hast. Ne? Ist so. Ich bin echt happy, dass das so gekommen ist. Genau, also ich würde sagen, wir bauen jetzt diese 2 Bleche noch ein, hier zur Verkleidung der Pumpe, da unten, das kann man da hinten das nicht mehr sehen. Was? Und die Idee kam jetzt von Michael,
wir haben das ja sonst, dass Kabel ganz reingeht. Bloß wenn du hier mal irgendwo einen Schaden hast, ja, nimm ein neues Kabel. Ich finde das schon geiler, wenn am Anbaugerät eine Steckdose ist. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde das toll. Nun kommt das auch von Michi, der schlägt sein Handy auf, der hat das da stehen, der kabelt das da an. Das war gestern, das ist keine Hürde für ihn. Und das finde ich immer so schön. Das macht Spaß auch, ne? Ja, da ist ja eigentlich auch nicht schwer. Hier haben wir auch schon über geredet. Wir haben wieder den kleinen Ball da drinne, so wie das gehört, dass die Anzeige auch mal was sehen kannst. Völlig normal, muss einfach mal erneuert werden, ne? Genau, also morgen Tank reinigen noch eben, weil da jetzt vom Baum natürlich Späne drin ist und all so eine Sachen, die wir eben richtig sauber machen. Aber wir sind schon mal happy, dass das Ding läuft, zusammen ist. Jetzt ist eigentlich nur noch durchspülen, hinten anschließen, das ist der Plan für morgen. Und dann ist das Video auch wieder durch. Ich denke mal, wenn die morgen richtig clean da steht, machen wir nochmal einen kleinen Porn. Hat die eigentlich verdient. Und in diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder hier. Genau. Und wenn das alles läuft, dann ist dieser Träger schon mal damit verheiratet. Ja, genau. Nee. Also für uns morgen, für euch jetzt natürlich. Genau. Bis gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind am Ende angekommen. Wir haben sie zusammen. Moin Leute. Das ist richtig schön. Passt auch gut von der Optik. Natürlich, habe ich schon oft gesagt, Zusammenbauen dauert länger. Das ist einfach so, das fängt an hier hinten mit der Schläuche, dass die hier nicht scheuern, die jetzt hier oben diese Armatur bedienen. Da kommst du mit Gummischläuchen hoch. Ich finde das toll mit den Strahler, die wir angebaut haben. Die gehen jetzt an, wenn du rechts anmachst, geht auch rechts der Strahler mit an und linke Seite. Das finde ich richtig gut. Wir haben gestern einen Probelauf gemacht. Klar hast du dann auch vielleicht noch mal eine Düse, die dann noch eben ein bisschen mit ein paar Haare hin sind, die haben es sauber gemacht. Aber es hat auf Anhieb alles funktioniert. Das Mischen, alles, die Turbine läuft sanft an. Das war für mich und mich ein richtiger Kitzel, weil wir es auch selber auseinandergebaut haben, selber wieder zusammen. Läuft das jetzt auch alles ordentlich oder nicht, dass das irgendwo raffelt oder so. Aber es funktioniert alles tadellos. Von der Korrosion her hat die wirklich wieder 10 Jahre Ruhe. Das finde ich einfach toll. Mit wenig Mitteln haben wir hier mal Hand angelegt jetzt, ne? Klar rechnet man die Zeit so, waren Scheißtage, wann war eine Scheune, aber man hat ja auch was Produktives, indem man eine Spritze renoviert hat. Ja, auf jeden Fall. Also hier sind wir auch wieder froh, dass wir neue Schläuche genommen haben. Hier ist so ein kleiner Ball, bis hier ist sie jetzt gefüllt, ne, dass man das auch wieder richtig schön sehen kann. Auf der anderen Seite genauso. Genau. Wir können ja auch noch mal rumgehen. Da sieht das genauso aus. Hier ist er auch, da ist er. Hier der schöne 3-Wege-Hahn mit dem Spülen. Das muss man ja wirklich sagen, das liebe ich. Gerade wenn wir jetzt mehrere Pflanzenschutzspritzungen innerhalb von ein paar Tagen mal machen oder du musst immer wieder los mal, dass du immer abends noch mal eben sagen kannst, und die Hähne auf Spül eben durch. Das ist für die Düsen einfach geil, dass du ein ordentliches Bild hast. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, du reichst noch einmal die Zapfwelle an, machst mal die Düsen an. Das wollen wir eben sehen. Das läuft. Ja, ist einfach so. Ich finde das klasse. Ich finde das richtig gut, weil wenn das komplett alles eine Firma hätte machen sollen, durch die Löhne in den Werkstätten, dann wärst du dabei gewesen, hättest du ein neues Gerät kaufen müssen. Ja, auf jeden Fall. Das wäre in Stunden. Denn wenn ich das mal zusammenzähle, wie Michi und ich dabei waren, vielleicht sind wir nicht ganz so schnell, aber muss ich echt sagen, und wenn das dann wieder, das ist ja gerade das richtig tolle Gefühl auch. Wenn du selber was gemacht hast und hast das auch fertig gemacht, das finde ich einfach schön. Ja, ich würde sagen, das Video ist abgeschlossen. Das war mal so, ja, das ist, glaube ich, ein Zusammengeschnitte von vielen Sachen. Wir sind, glaube ich, vor 5 Wochen angefangen, sie zu zerlegen. Und ich weiß selber gerade noch gar nicht, wie das Video überhaupt aussieht. Gucken wir mal, du wirst das schon, ob das was Schönes geworden ist. Wir könnten jetzt zum Abschluss noch eine ganz kleine Pornaufnahme machen von der Spritze. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.
Das waren wir schon zu Ende. Jetzt aber noch mal eben eine kurze Sache. Papa war damit losgefahren und einmal eben zum Spritzen-TÜV und sie hat alles mit Bravour bestanden. Es ging alles vernünftig. Und das ist nochmal ein Dankeschön für Michi und Hans-Jürgen, dass wir unsere Arbeit doch vernünftig hingekriegt haben. Genau, das ist dann einmal eben abgesegnet. So sieht das Ganze dann aus. 2025, erstes Halbjahr muss sie wieder hin. Ja, alle drei Jahre. Und dann muss sie einmal durchgenommen werden. Ja, ist ja auch für einen selber schön, wenn man weiß, aus welche Düse wie viel rauskommt, ja, dass das abgedreht ist. Ne? Ja. Ist einfach so. In diesem Sinne, jetzt sind wir wirklich raus. Euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Eine schöne Zeit. Bis dann.